Herr Präsident, rechnen Sie eigentlich auch noch im Winter mit Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise? Naja, die sind auf keinen Fall auszuschließen. Man weiß noch nicht, wie sich das Virus entwickelt. Momentan gut. Experten sagen, ja, das ist ein Wintervirus, dann kann er im Herbst wieder kommen. Dann wird es natürlich schwierig. Es sei denn, man hat ein Medikament, das ja, dann die Angst herausnimmt. Aber zurzeit also ist das natürlich ein schwieriges Thema, weil wir nicht wissen, wie es kommt. Gibt es eigentlich jetzt auch Beeinträchtigungen bei Trainings und so weiter? Naja, wir haben also im Spitzenbereich keine Probleme, wir trainieren auf Schnee. Im Nachwuchsbereich wird es schwieriger, aber da gibt es jetzt auch Ansätze mit dem Ministerium, dass wir da Wege finden, das zu tun. Beim Vereinstraining wird es schwieriger als beim Trockentraining. Also welche Übungen kann man erlauben? Also es ist wie beim Turnen oder beim Schulsport. Aber ich denke, es ist lösbar. Aber die Probleme sind natürlich finanzieller Art bei den kleinen Vereinen. Das heißt, Spitzensport hat keine Probleme im Ski, Massensport ja. Derzeit keine Probleme, im Herbst können die kommen. Aber der Breitensport ist natürlich etwas, was ja, derzeit sicherlich unterdotiert und unterbewertet ist. Und da muss man sicher was tun. Und vor allem in der Schule. Der Schulsport, der findet nicht statt und das ist für mich außerordentlich bedauerlich. Finden Sie das heute beschlossene Hilfspaket von 700 Millionen Euro irgendwie ausreichend für Sport, für gemeinnützige Vereine und Kultur? Naja, das Problem für mich ist, dass der Betrag für beide gilt. Und es wäre meines Erachtens viel gescheiter, bevor sich der Sport und die Kultur da rauft, welchen Betrag bekommt, dass die einfach die Politik festlegt, das ist der Betrag für den Sport und das ist der Betrag für die Kultur.